Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft zu sein, ist natürlich eine sehr große Herausforderung. Man hat es zu tun mit der Ernährung, man hat es zu tun mit der Umwelt und die Arbeit mit den entsprechenden Interessenverbänden, mit den Leuten im BLW, um die Agrarpolitik vom Bund aus mitzugestalten. Das ist das, was ich attraktiv finde und ich deshalb auch diese Herausforderung hier angenommen habe. Ich glaube, ich bringe einen großen Rucksack mit. Ich habe praktische Erfahrung in der Landwirtschaft. Ich habe Beratungs- und Lehrerfahrung am Inforama im Kanton Bern. Ich habe Forschungserfahrung gemacht an Agroscope. Und ich habe auch in der Privatwirtschaft gearbeitet, wo ich den Landwirten Produkte verkauft habe. Und schlussendlich im Bund und im Kanton die Agrarpolitik mitgestaltet und vollzogen. Und ich glaube, dieser Rucksack hilft mir sicher, diese Arbeit gut zu machen. Ich glaube, eine große Herausforderung ist, dass sehr viele Ansprüche auf die Landwirtschaft zukommen, die manchmal auch etwas gegensätzlich sind. Auf der einen Seite will man sehr gute Produkte in höchster Qualität. Auf der anderen Seite darf die Produktion keine negativen Einflüsse auf die Umwelt haben. Und die größte Herausforderung ist, dass man mit diesen Zielkonflikten umgehen kann und eine zukunftsgerichtete Agrarpolitik gestalten kann.